Die Schauspielerin Rosel Zech ist tot. Sie starb gestern Abend im Alter von 69 Jahren an Krebs. Zech galt als eine der gefragtesten Bühnenschauspielerinnen. Im Kinofilm von Rainer Werner Fassbinder überzeugte sie als Veronika Voss. Und auch als Charakterdarstellerin im Fernsehen war Rosel Zech bekannt, unter anderem aus der ARD-Serie Um Himmels Willen. Rosel Zech in ihrer letzten Rolle als geschäftstüchtige Mutteroberin in der ARD-Serie Um Himmels Willen. Ich möchte nicht gehen, ohne Ihnen meinen ganz, ganz großen Dank auszusprechen. Und mich entschuldigen für das Geschirr, das ich zerbrochen habe. Aber das fast macht sanftmütig ihr Abschied. Sonst spielte sie eher die ruppige Klosterchefin. Danke, Herr Rossbauer. Ich sitze lieber im Fond, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wie Sie meinen. In Rainer Werner Fassbinders Lola gibt sie die bornierte Gattin eines neureichen Geschäftsmanns, alias Mario Adorf. Fräulein von Gerhard war unsere Hausdame. Und eben nicht die Haushälterin. Aber das ist ein Unterschied, den du wahrscheinlich nie verstehen wirst. Äußerst vielseitig und wandelbar, so beschreiben Regisseure und Kollegen die gebürtige Berlinerin. Nach Abbruch der Schauspielschule startet sie ihre Karriere am Theater, spielt in vielen Bühnenklassikern die Hauptrolle. Für Salmonberries erhält sie 1991 zahlreiche nationale und internationale Preise. Unter der Regie von Percy Adlon verkörpert sie eine Ostdeutsche, die vor der Wende nach Alaska geflüchtet ist. Licht und Schatten, das sind die beiden Geheimnisse des Films. Wussten Sie das? Rosel Zech erlag gestern im Alter von 69 Jahren in Berlin ihrer Krankheit.